Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Und ich habe mir mal gedacht, dass ich beginne, damit beginne, dass ich ein bisschen Grundlagen der Astrologie hier erkläre. Wenn dich das interessiert, bitte schreib es mir in die Kommentare, denn dann mache ich mehr so Videos. Mir ist es nämlich wichtig, dass ich nicht nur Horoskope interpretiere, sondern dass ich dir auch möglichst vermittle etwas über diese faszinierende Sprache der Astrologie und die Astrologie ist eigentlich eine Sprache, die man zuerst erlernen muss und dann kann man sich darüber auch gut unterhalten. So sehe ich das. Und heute möchte ich mal mit dem Thema Aszendent beginnen. Viele fragen mich immer wieder: Ja, was ist der Aszendent oder ist das wichtig und wie sehe ich den Aszendenten? Und ich möchte dir heute mal ein paar Grundlagen vorstellen. Vermitteln was denn dieser Aszendent ist, und wir fangen gleich mal an mit dem grundlegenden Aufbau so eines Horoskops. Du hast ja schon mal ein Horoskop gesehen, wahrscheinlich auch hier am Kanal schon mal, wie, wie so ein Radix ausschaut. Da haben wir diesen Kreis zuerst einmal. Und, und um diesen Kreis herum sind ja die verschiedenen Tierkreiszeichen angeordnet. Und im Mittelpunkt dieses, dieses Kreises, also du kannst dir vorstellen, wie beim Zirkel, im Mittelpunkt dieses Kreises ist eigentlich der, die Erde. Also der Punkt symbolisiert die Erde und alles, was sich um die Erde quasi bewegt, sind diese Sternzeichen. Jetzt wissen wir natürlich, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern die, die Erde um die Sonne. Das wussten wir aber. Zum Zeitpunkt, als die Astrologie geschaffen wurde, noch nicht. Deshalb arbeitet auch die Astrologie noch mit einem geozentrischen Weltbild. Das bedeutet, die Erde ist im Mittelpunkt und alles dreht sich um die Erde. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn du auf den Himmel schaust, dann wirkt es ja auch so, als würde sich die Sonne um die Erde drehen und nicht umgekehrt. Das ist übrigens auch schon eines der Hauptargumente gegen die Astrologie, dass man sagt, ja, die arbeiten erstens mal mit Sternbildern, die irgendwann schon äh, sich verschoben haben und ein geozentrisches Weltbild ist ja absoluter Blödsinn. Aber wenn man diese Kritik äußert, dann hat man das Wesen der Astrologie nicht verstanden. Nämlich, es ist, ein, es ist kein wissenschaftliches System, auch wenn früher Astronomie und Astrologie zusammengehört haben. Es ist kein wissenschaftliches System, die Astrologie, sondern es ist ein, 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 eine Mischung aus Sprachwissen, sage ich mal, astrologischem Sprachwissen, also einer Grundsprache. Da gibt es Regeln, da gibt es Normen. Ja? Die muss man lernen, aber auch dem Intuitiven. Und aus dieser Intuition raus geht es eben da bei der Astrologie nicht um ein kausales System, das heißt also Ursache-Wirkung, sondern um ein analoges System. Analogiedenken eigentlich. So kann man sich das vorstellen. Astrologisches Denken ist Analogiedenken. Das heißt, du denkst eigentlich in Bildern, wofür steht denn etwas? Und bei diesem Analogiedenken, du kannst dir das als Beispiel mal vorstellen. Brennnessel, Rennwagen und Messer. Was haben Brennnessel, ein Rennwagen und ein Messer gemeinsam? Und du kannst dir das mal überlegen. Vom Prinzip her sind das alles aggressive, nach vorne gehende, aktive Prinzipien. Also ein Messer mit Stechen, Schneiden, ähm, Spitz, eine Brennessel mit Brennen, wenn man sie berührt und einen Rennwagen ihm mit Gas geben und, und auch nach vorne gehen und, und andere möglichst ausstechen. Du siehst, im Wesen gibt es da Ähnlichkeiten und so ungefähr läuft Analogiedenken. Diese drei Prinzipien werden übrigens dem, dem Archetypus Widder und dem Planeten Mars zugeordnet. Das sind also marsische Qualitäten und das ist oft ein Problem, das ich immer wieder in Kursen erlebe, wenn ich Leute auch der Astrologie unterrichte, die recht gute Lerner sind, die die, die Paragraphen, die sich mit Gesetzen leicht tun, mit wissenschaftlichem Denken sehr sehr strebsam sind. Die haben oft ein Problem mit diesem Analogiedenken oder dem ein bisschen Abstrahieren von Begriffen mit diesem Intuitiven. Die sind dann nicht kreativ genug und die intuitiven kreativen Menschen haben dann ein Problem mit den Grundregeln, weil weil natürlich auch was Gelernt gehört bei der Astrologie und das ist so ein bisschen so dieser dieses Spannungsfeld. Also Intuition alleine reicht nicht. Du musst schon diese Grundsprache auch verstehen lernen. Und deshalb mache ich auch diesen Kurs. So, jetzt kommen wir zurück zum Aszendenten und warum ist der Aszendent wichtig? Schauen wir uns noch einmal diesen Grundkreis an. Das ist jetzt einfach mal so ein, 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 ein Horoskopkreis, ein Radix und du siehst eine Querachse. Und diese Querachse wird definiert durch Aszendent und Deszendent. Was bedeutet das jetzt? Wir haben diesen Kreis also in der Hälfte durch ein, durchgeschnitten. Schauen wir es uns nochmal an. Und wir haben eine obere Hälfte und eine untere Hälfte bei diesem Kreis. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, denn die obere Seite, das kannst du dir gleich mal merken, des Kreises ist die Tagesseite. Na? Und die untere Hälfte des Kreises ist die Nachtseite. Also wenn immer du dir ein Horoskop anschaust, ist immer unten eigentlich die Nachtseite und oben ist die Tagseite. Also so kannst du dir das schon mal merken. Und das ist schon einmal ein, ein, ein guter Anhaltspunkt, was denn Aszendent und Deszendent dann bedeuten. Weil der Aszendent eigentlich der Punkt ist im Horoskop, wo die Sonne aufgeht. Ascendere, Ascendere, aufgehen, aus dem Lateinischen, ja, aufsteigen, aufgehen. Das ist also quasi der Sonnenaufgangspunkt und das ist ein Aszendent. Und diesem Aszendenten, diesem Sonnenaufgangspunkt, wird im Horoskop eine, eine besondere Bedeutung beigemessen. Denn du kannst dir vorstellen, so ein, so ein Sonnenzeichen, na, das hast du ja im Prinzip einen Monat lang. Das heißt, es werden einen Monat lang. Skorpione geboren, wiedergeboren, geboren, Wagen geboren und so weiter. Einen Monat lang steht die Sonne in einem gewissen Zeichen und das ist dann schon nicht ganz so aussagekräftig. Der Aszendent allerdings wechselt sich alle zwei Stunden am Tag. Wie das funktioniert, du kannst dir vorstellen, dass diese zwölf Tierkreiszeichen, Pi mal Daumen, es unterscheidet sich etwas, aber circa alle zwei Stunden ändert sich der Aszendent täglich. Das heißt, du hast jetzt, wenn, wenn wir sagen, es wird heute ein Kind geboren mit Skorpion und das hat Aszendent wieder, dann ist das eine ganz bestimmte Qualität für dieses, für dieses Kind. Und was bedeutet jetzt dieser Aszendent? Auf der einen Seite kannst du sagen, der Aszendent ist also das Zeichen, in welchem Licht du die Erde zum ersten Mal siehst. Und das macht einen Unterschied, ob du sagst, du bist ein Steinbock-Aszendent oder du bist eben ein, ein Wider-Aszendent oder ein Schütze-Aszendent. So wirkt dann die Welt für dich. In dieser Qualität nimmst du die Welt wahr. Das ist auch so die Grundenergie, die dich antreibt. Also, dieser Aszendent definiert auch immer die Spitze des ersten Hauses. Das kannst du dir merken, Häuser werden wir noch machen. Aber die Spitze des ersten Hauses ist quasi dieser, dieses Aszendentenzeichen. Und dadurch wird, erstes Haus ist deine Lebensenergie, auch nochmal deine Lebensenergie von diesem Aszendenten geprägt. Und darum ist der Aszendent eine, eine spannende Geschichte. Also, darum ist der Aszendent ein wichtiges Zeichen. Und, und ähm, wird in die astrologische Deutung, also ich beziehe es sehr, sehr stark ein, diesen Aszendenten in meine Deutungen, weil das eben so dieses Grundthema ist, die, so also eine Grundenergie, die quasi dem Klienten innewohnt oder die auch einem Ereignis innewohnt. Und darum ist mir der Aszendent sehr, sehr wichtig. Und. Schau dir es einfach mal in deinem Horoskop an. Du findest online Tabellen, Aszendent errechnen mit. Äh, da brauchst du halt dann wirklich so die Geburtszeit auch dazu, ja, Geburtsort, Geburtszeit. Aber dann kannst du dir ganz leicht einen Aszendent nach ausrechnen und schau einfach mal nach, was du denn so als Themen mitnimmst, als Lebensthemen mitnimmst. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen eine Idee jetzt über den Aszendenten bekommen. Das ist jetzt nur mal ein Begriff und ähm, es warten noch viele weitere Begriffe. Ich male jetzt den Kreis hier noch einmal. Also, du siehst in dieser Querachse, dieser querliegenden Achse, wir haben Aszendent und wir haben den Deszendenten auf dieser Achse. Und den Deszendenten schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Merkt dir nur mal Aszendent, Aszendere. Das ist der errechnete Punkt, wo die Sonne aufgeht. Und das ist immer dein Aszendentenzeichen. Und der Deszendent ist dann eine andere Qualität, eine äußere Qualität. Die schauen wir uns eben dann beim nächsten Mal an. Aber Aszendent ist mal so deine Grundenergie, ist so ein Grundthema deines Lebens und deshalb ein wesentlicher Punkt in deinem Horoskop. Wie gesagt, wenn du mehr solche Begriffe, solche Lehrvideos über die Astrologie hören willst, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich natürlich. Und mir ist es auch wichtig, eben das zu vermitteln. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz. Und wenn du mal eine Horoskopberatung haben möchtest oder einen Termin bei mir, dann einfach mal online schauen und buchen. Und dann hören wir uns gerne mal persönlich. Alles Liebe. Bis bald und eine gute Zeit. Tschüss.